Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dalalaka Grillt. Heute mache ich einen Klassiker unter Barbecue, und zwar Pulled Pork. Dazu habe ich zwei schöne Schweinenacken, jeweils 2,7 Kilo. Habe mein selbstgemischtes Gewürz aus Paprika, braunen Zucker, Zwiebelgranulat, Knoblauchgranulat, Senfmehl, also so eine Art Magic Dust wird das. Und ich werde die ganze Sache auch impfen. Dazu nehme ich mir dann ein bisschen Worcestersoße, Apfelessig, Apfelsaft, eine Spritze brauche ich. So, und dann fangen wir mal an, hätte ich gesagt. Als erstes nehme ich mir mal den Schweinenacken und tupfe den erstmal ein bisschen in den Verpackungsrückständen den Fleischsaft ab. Kann dabei gleich mal schauen, ob irgendwo noch Sachen dabei sind, wie hier eine Sehne. Die kann ich dann gleich schön entfernen. Das Fett lasse ich dran. Schaut doch schön aus. Schauen wir gleich beim zweiten noch nach. So. Als nächstes fange ich an und mache mir erst einmal die Marinade, die ich dann einimpfen werde. Da habe ich mir einen Messbecher genommen. Fange mit dem Apfelsaft an. Das ist jetzt ein Messbecher von den Amis, also in Cups. Oder im Milliliter kann ich es auch angeben. Ich werde jetzt erstmal eineinhalb Cups Apfelsaft dann kommen 1, 2, 3 4 Teelöffel Worcestersoße rein und 3 Teelöffel Apfelessig und dazu kommt dann noch eineinhalb Teelöffel von meinem Gewürz. Das Ganze mische ich gut durch, dass ich den Zucker, der in dem Gewürz ist, auch schon auflösen kann. Dann nehme ich mir das Fleisch, die Spritze. Sie auf, dann gehe ich her beim Fleisch und tue das so alle 3-4 cm einstechen, ganz rein und Bein hochziehen, spritze ich ab. Und immer schön ein wenig 45 Grad schräg rein, dann erwischt man mehr Fläche. Ah, das Fleisch habe ich jetzt fertig gespritzt. Jetzt nehme ich mir Senf. Thank you.
Und dann reibe ich die Fleischstücke schön auf beiden Seiten überall mit dem Senf ein. Dadurch hält mir dann eine Würzmischung auch besser. Jetzt geht's ans Gewürz ranmachen, sprich ans Rappen. Dazu hole ich mir erstmal neue Handschuhe. So, neue Handschuhe. Jetzt schön das Fleisch mit Gewürz einrappen, auch schön einmassieren. Und da empfiehlt sich das auch wieder, so ein Behältnis zu nehmen. Alles, was daneben fällt, kann man wieder auf die nächste Schicht, also auf die andere Seite, drauf tun. Jetzt hier. Und man muss ja nicht zu viel vom Gewürz verschwenden, kostet immer Geld. Schön, dass es von jeder Seite Gewürz bekommt. So. Wenn wir das dann haben, werde ich das Fleisch jetzt einvakuumieren. Und dann sehen wir uns wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe das Fleisch jetzt einvakuumiert. Beides. Und das kommt jetzt für die nächsten 24, 48 Stunden im Kühlschrank. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich hinten an meinem Billigkugelgrill den Minionring aufgebaut habe, der eingesteuert ist auf so 115 Grad, wenn ich das Fleisch dann auflege. Bis dahin. So, es ist Abend geworden, das heißt, ich werde demnächst mein Fleisch auflegen. Dazu habe ich meinen Grill schon mal vorbereitet, habe einen Minionring gelegt und die Kohlen glühen auch gerade vor, dass ich dann den Minionring starten kann. Die Holzchips weichen schon im Wasser ein. Ich zeige das euch jetzt mal. Hier seht ihr den Minionring. Ich werde ihn euch morgen nochmal zeigen. Wenn es ein wenig heller ist, jetzt sieht man fast nichts. Hier habe ich die Kohlen schon mal am Durchglühen zum Starten. Und wenn man mal guckt, weichen hier gerade schön die Holzchips im Wasser ein. Ich werde jetzt dann warten, bis die Kohlen durchgeglüht sind. Beim Minionring starten hole ich euch kurz mit dazu. Dann regle ich die Temperatur ein und dann sehen wir uns wieder, wenn ich das Fleisch auflege. So, die Kohlen sind durchgeglüht. Die lege ich jetzt hier an den Anfang. Und starte somit den Minionring. Die Holzchips habe ich schon verteilt, hier bis zur Hälfte. Und jetzt heißt es Grill einregeln und wenn der konstant bei 110 Grad läuft, kommt das Fleisch drauf. Bis dahin. So, der Grill ist eingeregelt und jetzt ist es Zeit, das Fleisch aufzulegen. Es räuchert schon gewaltig. Gehe ich her. Das erste Stück.
Lecker. So, packe ich mal weg. So, und jetzt heißt es noch, meine zwei Fleischstücke mit dem Kerntemperaturfühler zu versehen. Dazu hole ich euch mal kurz ran. Und jetzt heißt es, warten. Ich hoffe, das wird eine ruhige Nacht. Und ansonsten sehen wir uns morgen, wenn es hell ist, wieder. Falls dazwischen was ist, hole ich euch mit dazu. So, es ist soweit. Das Fleisch hat die Kerntemperatur von 92 Grad erreicht. Oh, der Duft ist herrlich. Ich hatte eine richtig ruhige Nacht. Der Minionring hat gereicht. Jetzt nehmen wir das Fleisch ab. Packen es ein. Alufolie, dann kommt das noch in eine Styroporbox. Und dann sehen wir uns nachher, wenn ich es zerrupfe. Bis dahin. So, jetzt geht's ins Auspacken. Das Fleisch hat jetzt knapp eine Stunde Zeit gehabt zu ruhen. Dann fangen wir mal an. Ist zerfällt. Jetzt gehen wir her. So. Und hier haben wir jetzt eins von meinem fertigen Punschbrot. Dann würde ich sagen, ich probiere auch mal. Saftig ist es. Mmh. Wie ihr hier seht, habe ich einen richtig schönen Rauchring hinbekommen. Schmecken köstlich. Und dazu selbstgemachte Burger Buns. Und dann kann ich nur sagen, lasst es euch schmecken. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch einen Daumen nach oben. Ein Kommentar fände ich super. Und ansonsten schaltet wieder ein, wenn es das nächste Mal heißt, Talalaka grillt. Bis dahin.